Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von EdgeTX und OpenTX Weekly. Und diese Folge soll mal wieder eine kleine Miniserie starten. Und das Thema dieses Mal wäre die Trimmung. Ich habe mich ein bisschen gescheut, diese Folge zu beginnen, denn eigentlich möchte ich immer, dass bestimmte Themen zusammenhängend in einer Folge bearbeitet werden, aber bei Trimmung gelingt uns das nicht. Entschuldigung, weil das Thema Trimmung in OpenTX fundamental anders gehandhabt wird als in anderen Senderbetriebssystemen und auch weil die Trimmung so vielfältig ist und an so vielen Stellen in der Modellkonfiguration auftauchen kann. Ja, aber fangen wir mal ganz vorne an. Wozu ist die Trimmung eigentlich da? Wir haben hier bei den Kreuzknüppeln für jede Achse haben wir beispielsweise hier für die horizontale Achse jeweils eine Trimmung vorgesehen. Und wir haben auch zwei zusätzliche Trimmungen bei den größeren Sendern T5 und T6 genannt, die wir für beliebige Zwecke einsetzen können. Die Trimmungen, die also an den Kreuzknüppeln sich befinden, parallel zu der jeweiligen Achse, das sind sozusagen die natürlichen Trimmungen für beispielsweise die horizontale Funktion. Das muss aber nicht so bleiben. Wie gesagt, OpenTX, man kann alles beliebig und frei einstellen. Zwar gibt es sozusagen Vorkonfiguration, aber auch das kann man alles ändern. Okay, eine Trimmung. Was macht eine Trimmung? Das sind wir seit Urzeiten von unseren Fernsteuersendern gewohnt. Wir können also temporär dort die Nulllage unseres Gebers verändern. Beispielsweise kennen das die Flieger. Wir trimmen also etwa ein beispielsweise ein Motormodell, je nach Spritlevel, je länger wir fliegen, desto hecklastiger wird es ja, weil der Tank einfach leer wird. Oder wir können ein Segelflugmodell natürlich auch trimmen für verschiedene Flugzustände, also ein bisschen drücken, um einen Schnellflug zu erreichen. Bei Schiffsmodellen kriegen wir das natürlich auch hin, wenn wir also temporär bei einer langen Geradeausfahrt beispielsweise dann eine Seitenwinddrift ausgleichen wollen. Das können wir mit der Trimmung machen. Jetzt müssen wir allerdings bei modernen Fernsteuersendern natürlich beachten, dass die Trimmung nicht mehr über ein Potentiometer hergestellt wird, sondern wir haben eine, ja, sagen wir mal, elektronische Trimmung, die besteht aus drei Elementen. Das ist nämlich ein Button hier, um den Trimwert zu erhöhen, ein anderer Button, um den Trimwert zu erniedrigen, und wir haben neben diesen Buttons dann auch noch den daraus resultierenden tatsächlichen Trimwert. Und alles drei müssen wir feinsäuberlich auseinanderhalten. Zu den Trim-Buttons hatte ich schon mal ein paar Folgen gemacht. Und zwar kann man die Trim-Buttons, ich nehme ganz gerne hier die Trim-Buttons für die nicht zugeordneten Trimmungen T5 und T6, die nehme ich manchmal ganz gerne als generelle Taster auf der Fernsteuerung. Dazu hatten wir schon Videos gesehen. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, also Trim-Buttons und die eigentlichen Trim-Werte müssen wir unterscheiden. Genau, da war ich, glaube ich, stehen geblieben. Ich denke, aus der traditionellen Sicht der Fernsteuersender sind wir es eher gewohnt, in Trim-Werten zu denken. Aber bei OpenTX können wir die Trim-Buttons eben auch getrennt voneinander betrachten. Gut, das mal so grundsätzlich. Jetzt gehen wir mal in eine Modellkonfiguration hinein. Das ist hier ein Standardmodell ohne irgendetwas Besonderes. So, das Einzige, was ich geändert habe, ist praktisch für die erste Folge hier den Namen des Modells. Ansonsten ist es Standard. Und wir schauen mal durch, wo überall Trim auftauchen kann. Und das ist eigentlich grundsätzlich in fast jedem Menü hier. Wir sehen das bei den Modelleinstellungen. Da haben wir hier zum Beispiel was, irgendwas mit Trims. Wir sehen es bei den Flugphasen, da haben wir hier irgendwas mit Trims und Trimwerten. Wir sehen es bei den Inputs,
Da haben wir hier was mit Trims. Wir sehen es bei den Mischern. Da haben wir hier was mit Trims. Und wir sehen es bei den Outputs. Da haben wir hier irgendwas Trims mit Trims, auch wenn es hier dann, das war daneben, auch wenn es hier dann Subtrim ist. Und das ist auch wieder wichtig, weil das ist wieder eine ganz andere Sorte von Trimmung und hat mit den anderen Trimmungen rein gar nichts zu tun, was man hier anwenden kann. Okay, da, also man sieht, überall tauchen hier Trimmungen auf und deswegen ist es schon mal klar, dass es ein sehr komplexes Thema ist. Aber der Reihe nach. Heute machen wir erstmal die einfachen Dinge. Und zwar fangen wir mal an mit der Modellkonfiguration. Da gibt es so ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel hier die Erweiterung der Trimmung auf 100%. Schauen wir mal auf Kanal 1. Das ist hier horizontal links. Wenn ich jetzt die Trimmung hier auf Maximum stelle, beispielsweise durch Betätigung dieses Buttons hier, sehen wir, dass der Kanalwert bis 25% plus, und natürlich gilt das gleiche auch in die andere Richtung, bis 25% minus geht. Das ist also das normale Offset, was ich mit einer Trimmung erreichen kann. Und jetzt wird der Name hier eigentlich auch klar, erweiterte Trimmung auf 100%. Wenn ich das hier also setze, diesen Haken, dann kann ich tatsächlich, wir gucken nochmal hier auf Kanal 1, dann kann ich tatsächlich hier bis 100% den Wert manipulieren mit der Trimmung. Gut. Das mache ich mal wieder weg. Dann haben wir hier Trimwerte anzeigen auf Yes oder auf No. Nehmen wir mal Yes. Da sieht man dann einfach, dass hier bei der bei dem Main View, sagen wir mal, da steht jetzt eine kleine Null drinne, oder gucken wir mal besser hier hin. Man ist wahrscheinlich so klein, dass man es kaum erkennen kann. Das müsst ihr vielleicht selber am Sender nachvollziehen, aber man kann jetzt also hier tatsächlich den Trimmer bewegen und dann erscheint dort auch eine Zahl, die geht jetzt hier bis 100 und das ist jetzt 100% des Trimmweges, wobei der Trimmweg maximal 25% ist. Das haben wir uns eben angeguckt. Gut, das kann man sich also anzeigen lassen, wenn man das möchte. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich gut ist. Und dann gibt es hier Trimmschritte. Ja, das ist eigentlich selbsterklärend. Fein, mittel, grob, das ist klar, was bewirkt so ein Tastendruck? Ist das jetzt ein großer Schritt oder ein kleiner Schritt? Oder werden die Schritte zur Randlage hin dann größer? Das ist mit exponentiell gemeint, wobei das eigentlich gar nicht so dramatisch ist mit dem exponentiell, denn man hört es ja auch, wenn man hier den Taster gedrückt hält, das kennt man ja auch von allen anderen möglichen technischen Geräten, die man bedient. Je länger man den Taster drückt, desto schneller wird die Veränderungsfrequenz. Ich mache es nochmal. Ja, der Schritt ist zwar immer der gleiche, aber die Schritte werden schneller durchlaufen. Insofern ist das exponentiell, wo hatten wir es hier mit den Trimmschritten, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Lassen wir das mal auf fein stehen. Gut, da tauchen also schon die Trimmungen auf. Mehr haben wir jetzt hier nicht. Dann haben wir in den Flugphasen etwas relativ, einfach ist es auch nicht. Es ist dann eigentlich auch wieder komplex. Man kann also auch hier Trimmungen, die Werte der Trimmung anpassen für jede Flugphase. Und zwar kann man also hier sagen, dass die Trimmung beispielsweise auf den Wert 1 gestellt werden soll, wenn wir diese Flugphase betreten, oder dass die Trimmung gegenüber dem, was es vorher war, um plus 1 verändert werden soll,
wenn wir in diese Flugphase kommen, was ja durchaus ein Unterschied ist, wenn wir generell eine Trimmung von 10 haben und treten in diese Flugphase ein und haben hier plus 1 stehen, dann wird 11 daraus. Oder wenn wir eine generelle Trimmung von 10 haben und hier steht dann gleich 1 und wir treten in diese Flugphase ein, dann wird die Trimmung auf 1 geändert und nicht um 1 verändert. Aha, okay, also das sind durchaus dann Unterschiede, da kann man sich aber auch noch mal etwas näher mit beschäftigen, wobei die Funktionsmodellbauer wahrscheinlich weniger mit den Flugphasen arbeiten werden als die Flieger. Gut, ja, dann gucken wir noch mal hier hinein in die Inputs oder wie ich das gerne ja nenne, virtuelle Geber. Und da haben wir jetzt etwas sehr Wichtiges. Hier steht Trimmung ein. Was bedeutet das? Ja, grundsätzlich ist es so, dass einem virtuellen Geber oder einem Input eine Trimmung zugeordnet wird. Und das kann ich hier einstellen. Das ist also nur die Zuordnung. Ich habe gewissermaßen zwei Werte. Ich habe den Wert meines Bedienelements und ich habe einen Trimwert, den ich irgendwo herbekomme. Und beides wird miteinander, wird ja nicht miteinander verknüpft, aber wird einander zugeordnet. Es findet hier also noch keine Verrechnung statt. Also der Trimwert wird noch nicht auf den Wert des Gebers drauf addiert oder so, sondern die beiden werden erstmal nur markiert, dass sie zusammengehören. Mehr nicht. Das bedeutet diese Checkbox hier. Und ein heißt, dass der natürliche Trimwert zu dem Geber dazugeordnet wird. Also wir haben also hier als Quelle haben wir Seitenruder und wenn hier 1 steht, bedeutet, dass wir dann diese Trimmung als zugeordnet betrachten. Das Gleiche kann ich allerdings auch erreichen, indem ich jetzt sage, ich nehme die Seitenrudertrimmung. Dann haben wir also für diese Achse hier, haben wir dann auch diese Trimmung. Das ist also mehr oder weniger genau dasselbe, nur explizit sozusagen ausgeschrieben. Ich kann natürlich auch so ein bisschen Camouflage machen, indem ich jetzt diese Trimmung hier, das wäre dann die Querrudertrimmung, dem Seitenruder zuordne. Also Seitenruder ist Kanal 1, ja, wir gucken es doch mal an, ich bewege das Ding. Achso, was habe ich denn da jetzt? Ich glaube, ich habe eben falsch gemacht. Ich muss ja hier Seitenruder und hier wollte ich ja Camouflage machen und da die Querrudertrimmung. Ah, ihr seht, solche Fehler, schön, dass die passieren. Okay, also jetzt bewegt sich Kanal 1 und jetzt verende ich die Trimmung hier vom Querruder. Und ihr seht, das wirkt sich jetzt darauf aus. Blöderweise ist natürlich die Querrudertrimmung, das habe ich jetzt nicht da weggenommen, auch noch dem Kanal 4 zugeordnet. Okay, das kann man machen, sollte man aber nicht, weil das natürlich dann die totale Verwirrung ist. Ich stelle das wieder auf ein. Okay, bitte entschuldigt den Fehler vorhin. Ja, das ist immer, wenn man zu viel gleichzeitig macht. Gut, also halten wir mal fest, das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, dass hier bei den Inputs die Trimmung noch nicht verrechnet wird, sondern die Trimmung und der Geber werden einander zugeordnet. Gehen wir mal zu den Mischern. Da haben wir jetzt hier tatsächlich auch noch einen Schalter, der Trim heißt. Und da geht es darum, ob der Trimwert nun verrechnet wird, ja oder nein. Das ist hier standardmäßig angeklickt. Wenn ich das wegnehme, dann kann ich hier die Trimmung verändern, so viel ich will, aber es tut sich nichts am Ausgangskanal. Erst wenn ich da den Haken wieder reinmache, wird es verrechnet. Das seht ihr, das kann ich hier an- und ausmachen. Gut, normalerweise ist das an. Aber ich kann es auch ausstellen, wenn ich beispielsweise
die Trimmung für irgendwas anderes benutzen möchte. Ja, das ist jetzt der Punkt, wo die Verrechnung stattfindet, also nicht bei den Inputs, sondern bei den Mischern. Und das ist ganz wichtig, dass das so ist, und das ist auch logisch und sinnvoll, dass das so ist. Ich wollte das mal wieder auf Null stellen. Der Hintergrund ist folgender. Nehmen wir mal an, ich habe tatsächlich jetzt hier das Seitenruder und ich trimme das Seitenruder hier mit dem Trimmer, so dass das Modell jetzt geradeaus fliegt oder fährt. Und jetzt beispielsweise, vielleicht ein bisschen herbeigeholtes Beispiel, aber es kommt durchaus vor. Also als ich fliegen gelernt habe, war das so. Mein Mentor flog also genau andersrum, als ich das mir anzugewöhnen versucht habe. Der flog also Querruder und Gas links und ich fliege Querruder und Gas rechts. Und immer wenn wir also den Lehrer-Schüler-Modus umschalten, dann sollte auch die Knüppelbelegung dann natürlich vertauscht werden. Und natürlich solltet dabei nicht von der linken Trimmung auf die rechte Trimmung mit umgeschaltet werden, sondern was der Lehrer hier links getrimmt hat für seine Querruderfunktion, sollte natürlich auch erhalten bleiben, wenn wir das Ganze umgeschaltet haben in den Schülermodus. Ja, und deswegen ist es sinnvoll, dass also die Trimmung tatsächlich nicht mit den Inputs verknüpft ist, also mit den physischen Gebern, sondern mit der Logik und der logischen Verknüpfung der einzelnen Dinge. Und das wird ja dann in den Mischern erledigt. Ja, das also nochmal dazu. Warum passiert das in den Mischern, diese Verrechnung? Gut, und dann kommen wir noch zum letzten Punkt, wo die Trimmung auftaucht. Das ist hier bei den Outputs. Gehen wir da mal rein in das Menü für die Outputs. Und da sehen wir hier jetzt nicht den Begriff Trimmung auftauchen, sondern den Begriff Subtrimmung auftauchen. Das ist also, der Begriff ist vielleicht nicht so gut gewählt. Ich hätte was Besseres wäre mir jetzt vielleicht auch nicht unbedingt eingefallen, außer Output-Trimmung vielleicht nochmal. Subtrimmung hört sich eher so an, als wäre das nachgeordnet der Trimmung, die wir eben besprochen haben, also der normalen Trimmung. Ja, das darf man aber so nicht betrachten, sondern das ist eine Trimmung, die sich gewissermaßen lokal hier auf die Outputs auswirkt und in einer sehr speziellen Art und Weise. Also es gibt hier nochmal eine zusätzliche Möglichkeit, Trimmung einzubauen. Und ich habe ja bislang immer gesagt, die Outputs sind dazu da, um die Unzulänglichkeiten im Modell auszugleichen. Ja, dafür ist das Subtrim tatsächlich geeignet, um eventuell ein mechanisches Defizit auszugleichen. Also wenn der Servohebel, hat man ja manchmal, dass der nicht 100% im rechten Winkel zum Servogehäuse oder zur Einbaulage steht, dann kann man das hier noch korrigieren. Das ist also praktisch wieder die Korrektur eines mechanischen Defizits. Das kann ich dann hier erledigen. Wobei das hat wieder Auswirkungen auf den Servoausschlag in einer ganz bestimmten Art und Weise. Das behandeln wir aber nicht heute, sondern das ist nochmal eine eigene Folge wert, weil das dann recht komplex ist. Okay, das soll es eigentlich auch für heute schon mal gewesen sein. Überblick über die Trimmung. Ich will nochmal die wichtigsten Punkte rausstellen. Wir haben also zu unterscheiden zwischen Trimwerten. Die werden jetzt hier in dem Simulator dargestellt durch den Slider hier oder hier unten in dem Mainscreen durch den Balken hier. Trimwerte sind aber unabhängig zu betrachten von den Trim-Buttons. Die Trim-Buttons sind Taster. Ja, man kann fast sagen, wie jeder andere Taster auch. Kann ich also auch für etwas anderes benutzen, haben wir auch schon oft gemacht.
Und dann haben wir auch noch einen wichtigen Punkt, dass diese Angabe bei den Inputs über die Trim-Funktion, dass das noch keine Verrechnung darstellt, sondern erstmal nur eine logische Zuordnung, die tatsächliche Verrechnung findet, wenn man das möchte, in einer entsprechenden Mischerzeile statt. Und ja, wenn man sich überlegt, dass man ja, verschiedene Mischerzeilen haben kann, die man auch, oh, das war jetzt schlecht, dass man verschiedene Mischerzeilen haben kann, wo einmal Trim aktiviert ist oder nicht aktiviert ist, die man dann auch über verschiedene oder einen Schalter, je nachdem, aktiviert. Dann kann man sich also auch vorstellen, dass man die Trimmung natürlich, also das Verrechnen der Trimmung zu einem Inputwert auch mit irgendeinem Schalter beispielsweise ein- oder ausschalten kann, wenn man das so dynamisch dann gestalten möchte. Okay, das war erstmal der Überblick über die Trimmung. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge geht es dann ein bisschen mehr ans Eingemachte. Bis dahin, ciao, ciao.